Natürlich ist man enttäuscht von sich selber. Man hat ja auch persönliche Ziele. Wir hatten ein Ziel als Mannschaft. Wir haben dieses Ziel jetzt leider nicht erreicht. Wir hatten die Möglichkeit dazu. Da müssen wir natürlich auch uns an die eigene Nase fassen. Wir hatten ja Chancen dazu. Was die Gründe dann jetzt dafür waren, das kann man jetzt kurz nach dem Spiel auch nicht beurteilen. Das wird man dann mit der Zeit analysieren. Aber jetzt, wie ich schon gesagt habe, kurz nach dem Spiel ist man da irgendwo auch enttäuscht von sich selber. Das muss man klar so sagen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben alles versucht. Keiner hat sich aufgegeben. Wir haben versucht, uns dagegen zu stemmen, haben gekämpft. Dass es dann im Endeffekt nicht gereicht hat, ist natürlich sehr, sehr bitter, sehr enttäuschend. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe jetzt schon keinen Bock drauf, wenn ich da ankomme und ja, schade, jetzt verdient gehabt, drin zu bleiben und so ein Geschwätz. Ich meine, die meinen es alle nur gut, aber letztendlich musst du selber als Spieler damit klarkommen. Und Profi genug sein einfach, um das dann zu verarbeiten. Ich habe schon immer gesagt, Priorität hat Eintracht Braunschweig, solange hier nicht alles klar ist, gilt der volle Fokus der Eintracht. Und jetzt sind wir leider abgestiegen und jetzt geht es darum, einfach, so wie es auch in der Vergangenheit war, diesen Spagat herzustellen, muss man auch jetzt irgendwie versuchen, das Ganze auszublenden. Ja, ich denke, da kann man auch irgendwo auch stolz drauf sein, was man auch diese Saison irgendwo auch geleistet hat, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat, weil ich kann mich gut erinnern an irgendwelche Aussagen und Dinge, die Leute gesagt haben über uns und uns schon lange vorher abgeschrieben haben und wir solche Dinge immer wieder widerlegt haben, wir gezeigt haben, dass wir Qualität haben, dass wir es durchaus auch verdient hätten, in der Liga zu bleiben, aber ich muss ehrlich sagen, die Enttäuschung ist halt da, dass man Platz 16 nicht geschafft hat, aber ich kann definitiv sagen, dass es weder ein Hamburger SV noch ein Nürnberg verdient hat, nach so einem Spieltag auf Platz 16 zu springen und von daher ist man da einfach enttäuscht, weil man es in der eigenen Hand hatte.